Können die Muslime an Evolutionstheorie glauben? Die Evolutionstheorie sagt ja im Ursprung was anderes. Korrigiert mich, aber sie sagen ja, alles ist aus dem Eizeller entstanden, richtig? Und das hat sich dann so fortgebildet. Ja oder nein? Korrigiert mich. Wenn wir sagen, alles ist aus dem Einzeller entstanden, was würden wir behaupten? Dass der Mensch auch entstanden ist? Nee, was würden wir behaupten? Es gibt keinen Schöpfer. Das heißt, irgendwann gab es einen Einzeller und daraus hat sich das alles entwickelt. Natürlich gibt es eine Entwicklung, wie auch bei den Menschen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt der Unterschied zwischen uns und denjenigen, die so eine Kuffer-Aussage machen, oder bleiben, möge Allah uns bewahren. Das heißt, liebe Geschwister, wir sagen, was Allah Azza wa Jalla im Koran sagt. Am khuliqu min ghayri shay, am humul khaliqun, am khalaqu as-samawati wal ard, bal la yuqinun. Allah Azza wa Jalla sagt in Surat At-Tur, sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen? Oder sind sie sogar selbst ihre Schöpfer? Das heißt, yani du siehst jetzt eine Sache. Hat diese Sache kein Rabb? Kein Herrn, der diese Sache erschaffen hat? Oder ist diese Sache selbst ihr Schöpfer? Das heißt, sie war nicht existent und hat sich ins Leben gerufen. Wenn wir zu etwas sagen, schau mal, subhanallah, wallahi, wenn die Atheisten diese Ayat kennen würden, zu diesem Zeitpunkt, er sagte, als ich diese Ayah gehört habe, zum ersten Mal vom Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam, die ich gerade euch vorgetragen habe, sagte er, kada qalbi an yatir. Fast wäre mein Herz davon geflogen. Das heißt, er hat den Iman in seinem Herzen bekommen, weil er verstanden hat. Yani, subhanallah, auch ein Einzeller, oder von mir aus nennen ihn Halbzeller oder Viertelzeller, was ist Voraussetzung, dass er erschaffen wurde? Erschaffen wurde. Denn woher kommt er? Der hübsche Mann in der Calvin Kleinjacke. Ist etwas in der Lage, sich selbst zu erschaffen? Nein. Nein. Kommt eine Sache zufällig auf diese Welt und dann war sie? Nein. Zum Beispiel, du läufst hier in Braunschweig, auf einmal siehst du einen Bagger. Wer wird darauf kommen, dass das zufällig? Jeder wird dir sagen, das hat einen Ursprung. Natürlich, weil das die Wahrheit ist. Aber schau mal, diese Leute überlegen nicht. Und ich wundere mich, weil hier in Deutschland gibt es auch einen Spruch von nichts. Sie sagen das selber. Von nichts kommt nichts. Sagt man dann Urknall, dann sagen wir, wallahi, kein Urknall. Aber Allah hat doch den Urknall beschrieben, ja, aber nicht, was Sie meinen. Sie meinen, der Urknall war der Ausgangspunkt. Wir sagen, nein, nicht der Urknall war der Ausgangspunkt, weil auch für einen Urknall braucht es was? Materie. Diese Materie muss von wo kommen? Sie muss erschaffen werden. Oder kommt die Materie von alleine, ursprünglich? Nichts. Und sie weichen dann immer aus. Dann sagen sie, okay, kein Urknall, aber. Alle ihre Theorien kannst du mit einer Eier belegen, diese Eier. Es muss einen Ursprung geben. Und nichts kann sich selber erschaffen. Wenn du das verstehst, walhamdulillah, keine Theorie kann dich zum Wanken bringen. Keine Theorie. Aber gab es später den Urknall? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala hat das gemacht. Aber das war nicht der Ursprung, aus dem alles entstanden ist. Schaut mal, wir lernen einen Satz und können jede Theorie widerlegen. Dieser Charles Darwin, manche sagen, Rahmatullah, dieser hat selber gesagt, wenn meine Theorie nicht aufgeht, dann schmeißt sie weg. Und seine Theorie ist aufgegangen, ja oder nein? Nein. Aber warum wird diese Theorie immer noch in den Schulen gelehrt? Das ist das Einzige, woran die Atheisten noch glauben. Das ist das Problem. Obwohl die Christen ursprünglich, dürften sie daran glauben? Weil die Christen sagen ursprünglich selber, Allah ist der Erschaffer. Allah ist der Erschaffer. Subhanallah, die Mushrikun haben das gesagt. Die Mushrikun haben das nicht verwehrt. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
Allah. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, dann sagen sie Allah. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ Allah. Und wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen, dann werden sie sagen, gewiss, es ist Allah. Das waren die Mushrikun. Das heißt, die schlimmsten Götzendiener. Und die Christen sind besser in der Stellung als die Götzendiener. Sie dürften sowas erst gar nicht sagen. Einmal war ein Sheikh in einer Talkshow, da haben sie über diese Evolutionstheorie geredet und dass der Mensch vom Affen letztendlich abstammt. Im Übrigen, diese Evolutionstheorie, die sagen ja, alles hat sich entwickelt von der einen Sache zur anderen. Tayyip, warum hat alles beim Affen aufgehört? Wenn das eine Entwicklung ist, müsste es eigentlich noch weitergehen. Zum Beispiel nach dem Affen ein Brontosaurus oder ein Dip-Dip-Marius oder Falafel-Kodos. Irgendwas muss doch weitergehen. Warum ist hier alles zu Ende gekommen? Warum? Das widerspricht doch der Theorie. Das widerspricht der Theorie. Ein Sheikh war einmal in einer Fernsehsendung, da ging es um Evolutionstheorie. Und dann sagte einer, wir stammen ab von den Affen. Dann hat er ihnen gesagt, ich beglückwünsche dich, dass du der Sohn von einem Affen bist. Der sagte, hallo, wieso beleidigen Sie mich? Er sagt, Sie haben sich selbst beleidigt. Schau mal, subhanallah, Sie bestätigen etwas und sind dann sauer, dass du ihnen sagst, Inte ibn al-Qibt. Ja, du bist der Sohn.